Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 28. Februar 2022. Damit den letzten Handelstag im Februar. Da wird dann auch die Februarkerze geschlossen im Monatschart. Und da muss man auch festhalten, dass die Monatskerzen nicht gut aussehen. Auch im Wochenchart gucken wir erstmal rein. Und das Kriegsthema dominiert natürlich weiter. Wir haben schon in der Analyse für den Freitag drüber gesprochen gehabt, wie man sich darauf vorzubereiten hat, auf was man zu achten hat, auch wie man selber mit sich umgeht und so weiter und so fort. Weil es einfach nicht hilfreich ist, in so einem Moment sich von Nachrichten verleiten zu lassen, eine bestimmte Überzeugung im Kopf zu festigen, die man dann durchtradet, auch wenn der Markt das nicht macht. Ne? Also das ging es ja eigentlich. Ich glaube, wir haben fast 20 Minuten Video gemacht. Für den Freitag, wo ich euch eigentlich versucht habe zu erklären, wenn ihr hier Krieg und so weiter, bla, dass man dann sich wirklich zusammenreißt und nicht eben darauf besteht, dass der Markt fallen muss, weil der Markt, wir haben glaube ich gesagt, bis 750 im Zweifel auch einfach durchsteigen kann. Ne? Also bis zum Gap Close und 750, so hat man es gesagt. Ne? Wenn er hier, also er hat eigentlich genau das gemacht, was er machen sollte. Also auch, wenn ich da an unsere Updates denke, die wir rumgeschickt haben, die 14.100, 14.050, das war hier unten die Rücklaufzone. Dort haben wir gesagt, das ist die richtige Schlüsselstelle, dreht sich jetzt hoch, geht's Gap zu und 57. Naja, so, jetzt ist das Gap schon zu, wir sind schon fast an der 750. Die muss jetzt nicht zwingend gleich noch kommen. Aber man sollte auch das nicht unterschätzen, wie viele Leute da momentan halt wirklich überhebelt und auch wirklich mit voller Sturheit Short drinne stehen, weil der Markt steigen muss. Also ich merke das immer insbesondere, wenn ich eine Analyse mache, in der ich ja eigentlich in beide Richtungen zeige und mir dann Leute schreiben, hey Martin, ja, und du sagst, das steigt, das kann doch gar nicht steigen, das ist doch Krieg, die mich dann auch wirklich mit Argumenten zuschütten ohne Ende und mir irgendwelche Links raussuchen, guck doch mal, hier ist noch was, so nach dem Motto, dass ich dann meine Meinung schnell ändere und dann sage, ja, Short, mach doch, ne, so ungefähr. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck von Analyse und das ist auch nicht gut eigentlich für euch, wenn ihr versucht, mich zu beeinflussen, weil ihr euch ja hier ein neutrales Bild eigentlich zur Situation abholt. Und wenn ihr aus dem neutralen Bild schon rausmerkt, dass das ein bisschen nach oben geht, obwohl ich ja eigentlich beide Seiten aufzeige, dann sollte das jedem klar machen, dass er vielleicht nicht ganz so neutral ist, wie das zu sein oder wie er sein sollte halt, ne? Und momentan fällt es da wirklich vielen schwer zu verstehen, dass auch ein Markt in kriegerischen Handlungen steigen kann. Das wird für den Montag ähnlich sein. Was ich jetzt schon so gelesen habe, wie viele da jetzt schon diese Nachrichten übers Wochenende, die stärkeren Sanktionen und so weiter, wie viele da jetzt schon davon ausgehen, dass da wieder so eine fette Welle nach unten kommt, weil ja die Sanktionen so schlimm ist. Das mag jetzt ein bisschen blöd klingen, aber man muss auch aufpassen, dass man das nicht überbewertet halt. Ne? Also klar, es ist nicht schön, wenn da ein Land ausgegrenzt wird, aber das Bruttosozial, also das Inlandsprodukt, das ist nur von Russland auch überschaubar. Ne? Also da hat Italien mehr. Das muss man ganz ehrlich einfach mal so sagen. Ne? Auch wenn die viel Fläche haben, aber Wirtschaftskraft in Russland, die ist jetzt nicht so der Brüller. Also ohne das schlecht zu reden und klar haben die Sanktionen Einfluss. Darum geht's auch bei uns nicht, ne? Das muss wirklich einfach verstanden werden. Es geht einfach darum, wir haben Kursmuster, die laufen ab und die Kursmuster, ist es völlig egal, wie die Nachrichten sind. Die Kursmuster bewegen sich so, wie sie das Geld verarbeitet bekommen. Und wenn natürlich jetzt hier alle Short reinputtern, wie die Verrückten, saugt sich der Markt weiter hoch, ja. Und deswegen zum Montag, also wir fangen erstmal an. Wir sind durchaus in einer Situation, wo der Markt noch weiter fallen kann. Das ist erstmal ganz wichtig. Wir sind durchaus in einer Situation, wo der Markt weiter fallen kann, weil wir bestimmte Bereiche unterschritten haben. Im Tagesschart ist das schon nicht mehr ganz so eindeutig. Da ist er, hat er sich nämlich schon reversed. Aber im Wochenchart sehen wir, das habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, im Wochenchart sind wir unterm Trigger. Sind wir gar nicht mehr. Das habe ich nicht gesehen, dass es sich am Freitag wirklich noch da drüber gezogen hat. Als ich das letzte Mal geguckt habe, war er da noch nicht drunter. Er war da noch nicht wieder drüber. Aber trotzdem, es ist egal. Er ist unter der Range drunter, unter der 14.800. Die Linie hier, die ist doch in die Luft geschossen von mir hier. Also ich weiß nicht, warum er sich da so dran orientiert jetzt. Die ist ja wirklich Pi mal Daumen einfach gezogen, um zu zeigen, wenn die 14.800 hier bricht, kann er weiter runter. Und die 14.800 ist noch gebrochen und wurde auch per Wochenschluss nicht zurückerobert. Das heißt, wir haben schon immer noch Rücklaufrisiken und ich bleibe auch dabei. Also ich sage, der kann nach oben stoßen und so weiter und so fort.
Wenn er sich aber dynamisch wieder eindreht und dann aus dieser Zone 14.800, 15.100 sich so nach unten wegstrahlt, dann hat er immer Risiko drinne. Aber er fällt halt auch wirklich besser, wenn wirklich nicht jeder versucht zu shorten. Das ist einfach so. Das ist immer so im DAX. Ne? Der versucht immer, die Masse um das Geld zu erleichtern. Und deswegen würde er nicht das tun, was die meisten tun. Und auch wenn wir das jetzt hier sehen, das verdrängen schon wieder ganz viele Leute. Dass ab dem Tag, an dem klar war, dass die Russen in die Ukraine reingelaufen sind, der Markt hier unten eröffnet hat. Hier, da, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Bei 13.880 war allen klar, Scheiße, die Russen sind in die Ukraine einmarschiert. Jetzt geht Krieg los, jetzt kommt Sanktionen, jetzt wird's ganz schlimm. Was hat denn der Markt seitdem gemacht? Ja, jetzt zu denken, okay, wenn es jetzt schlimmer wird, muss der Markt deswegen jetzt noch weiter fallen, weil er ja jetzt schon so weit gefallen ist, seitdem die da drin sind, ist halt einfach sachlich falsch bewertet. Ja, weil der Markt ja entsprechend nach oben gestiegen ist. Auf die Reaktion, dass dort eben jetzt kriegerische Handlungen stattfinden. Ob man das jetzt toll findet oder nicht, oder welchen Einfluss hat, darum soll es ja wirklich gar nicht gehen. Es geht rein um die technische Bewertung der Bewegung des Marktes. Was kann hier kommen? Womit muss man rechnen? Worauf sollte man sich einstellen? Und da muss ich sagen, wenn ich schon wieder die Leute sehe, die hier so dran sind, und echt, ich habe mir am Wochenende oder für den Freitag viel Zeit genommen, euch genau darauf vorzubereiten. Und wer sich das Video nochmal anguckt, ist es letztendlich genau das. Auch die Leute, die bei uns die Mails kriegen, es ist genau das, was wir beschrieben haben. Der hat kurz runtergedreht, der hat seine Reaktion abgearbeitet, hat sich im Bereich um 14.100 wieder hochgedreht. Deutlich sichtbar. Für jeden erkennbar, wirklich hochgedreht. Das hat er wirklich gut gemacht. Einfach, das war nicht schwer zu erkennen. 14.100 hochgedreht, zack, 14.300 drüber, buff, rein in den Gap Close, zack und weiter. Das heißt, sollten wir unseren DAX jetzt hier weiter auf der Oberseite sehen, denke ich, dass der durchaus in die 57 noch reinläuft. Die 820 ist mir gar nicht wichtig, aber die würde auch holen und dann vielleicht bestimmt sogar eher 14.950, 14.960 bis. Der kann in die 15.100 noch rein. 15.50, 15.100. Halte ich nicht für unwahrscheinlich in der neuen Woche. Wenn die Leute alle weiter so drin rumschorten, wie sie das jetzt getan haben am Freitag, dann zieht er da durch. Das macht er. Das ist dem egal. Mir ist am Montag immer wichtig, den erstmal ein bisschen kommen zu lassen, so reinzugucken. Ne? Wir haben sehr oft montags starke Strebungen nach oben zum Xetra-Start, 9 Uhr. Ne? Und dann zeigt sich immer, wird es eine bullische Woche oder wird es eine bärische Woche. Ne? Entscheidet sich oft schon am Montag. Je nachdem, ob er sich dann halt deutlicher wegdreht nach diesem Xetra-Start oder ob ihm das egal ist, ob er einfach weiterklettert. Und ich denke mal, wir haben jetzt wieder Sanktionen, also muss ja der Markt versuchen, den Leuten irgendwie zu vermitteln, das ist negativ für den Markt. Das heißt, wir werden einen bestimmten Abwärtsgap reinkriegen, das fände ich ganz passend jetzt. Dann würde er nämlich genau das machen, was hier unten auch gemacht hat, kommt hier bei Abwärtsgap rein und ich sag mal, wenn das also das darf sein, 4,40 ist okay, 3,65 ist okay, 3,20 ist okay. Ja, so in dem Dreh rum. Ne? Also hier so 4,40, 3,65, 3,20, das wäre eigentlich eine super Zone, in dieser sich zum Start reinhauen würde. Da würden wieder alle denken, oh, jetzt und wegen Sanktionen und der Markt bricht zusammen und so weiter. Und dann ballert er direkt nach oben, macht erstmal das Gap zu, geht dann gleich zur 57 durch. Wäre jetzt fast so mein favorisiertes Szenario für den Montag. Ne? Einfach auf die Leute. Und bitte versteht das. Es geht jetzt hier nicht darum, wer recht hat. Ich merke das bei ganz vielen, die versuchen einfach mit mir zu diskutieren. Und da geht es darum, zu beweisen, dass sie recht behalten. Es geht am Markt aber nicht darum, dass wir recht haben. Es geht auch nicht darum, dass ich recht habe. Wenn der Schwäche zeigt und er geht durch den 320 auch nach unten durch, dann kann ich mich nicht hinstellen und sage, da habe ich jetzt. Damit ich jetzt recht habe, muss ich jetzt da Long dagegen hauen. Das macht ja keinen Sinn. Ne? Das heißt, mir ist das scheißegal, ob der steigt oder fällt. Ne? Das ist keine Grundhaltung, gegen die ihr euch gegenlehnen müsst und drücken müsst und zu versuchen müsst, mit Argumenten und so weiter zu untermauern, sondern es geht halt wirklich neutral. Man muss einfach neutral an den Markt rangehen und gucken, was der macht. Und wenn der mir wieder noch schwach reinschaltet und der drückt sich direkt zum Start nach oben, dann suche ich halt einen Long. Dann breche ich mir halt mal einfach eine aus der Krone und sage, scheiß drauf, was ich denke, scheiß drauf, was ich in den Nachrichten gelesen habe. Der Markt handelt Long Setup, also handle ich auch Long Setup. Alles andere führt nur dazu, dass man hier wirklich viele Gewinne verhaut, die man sich vorher vielleicht mühevoll aufgebaut hat oder besser noch Verluste vergrößert, die man eh schon hatte. Ja, also deswegen versucht er wirklich neutral ranzugehen. Ich kann das nicht oft genug betonen, aber ich habe halt auch gesehen, am Freitag habe ich mir wirklich viel Mühe gegeben für die Analyse.
euch darauf vorzubereiten, was passieren kann, wenn der Markt nach oben durchdrückt und über 300 geht und so weiter. Und wie viele da noch gegengeballert haben. Also, Entschuldigung, das ist aber auch leicht gemachtes Geld für die anderen. Also, ist man dann auch irgendwo ein bisschen selber schuld, wenn man sich dann so dermaßen gegen einen sehr offensichtlichen Trend dagegen stellt, und dann da einfach das Geld verschenkt. Das ist schade drum halt. Ne? Das ist einfach schade. Andere, die können das nutzen und dann sagen sie schon, na gut, wenn die da alle noch drin rumschorten, dann gehe ich halt long. Punkt. Ende aus. Ja, also es ist auch nicht böse gemeint, es ist auch nicht ein Angriff, aber also es hilft einfach, ne, wenn man versucht, neutral ranzugehen, das außen vor zu lassen. Deswegen, ich würde sagen, so im Bereich um 4, was haben wir gesagt, 4,40, 3,65, 3,20, ist eine super Zone, um nochmal hochzudrehen. Die darf er gerne zum Start aushöhlen, darf gerne auch ein bisschen mit Abwärtsgap reinkommen und sich dort hochdrehen und dreht er sich hoch, zeigt er Stärke oder kommt auch höher in den Handel rein, denke ich eher, dass er noch Potenzial heraushebelt bis in die 57, 8,30, 9,65 bis 15.100. Warum nicht? Ist möglich. Das sind so viele Tiefs auch im Tageschart, da kann man von unten einfach mal dagegen schlagen, nur weil man Bock zu hat. Ne? So, und ganz unabhängig von der Nachrichtenlage kommen da neue Sanktionen dazu, ändert sich an der charttechnischen Analyse überhaupt nichts, gar nichts. Ne? Das muss einem immer bewusst sein. Ne? Auch die Linien, die wir drin hatten, Tageschart, Wochenchart, überall, da haben wir schon gesetzt, da war noch gar nicht klar, dass eine Ukraine-Krise kommt. Da war noch nicht klar, dass Russland irgendwann in die Ukraine reinschießt und der Markt ist trotzdem mit Bruch dieser Linie. Hat auf diese Linie fast punktgenau reagiert, hat mit Bruch dieser Linie das Target erreicht. Und der Markt auch immer sehr, sehr sauber in solchen Phasen. Das muss man sich immer wieder klar machen. Und die Linien, die sind nicht erst gezogen worden, als ich wusste, dass Russland vor der Ukraine irgendwie Stress macht. Die Linien sind hier schon monatelang drinne. Da gab es dort noch gar kein Thema. Das muss man sich einfach immer mal wieder ein bisschen bewusst machen, ne, dass man da nicht versucht, sich einfach nur zu triggern zu lassen von irgendwelchen Nachrichten. Das hilft euch nicht. Es hilft einfach nicht. Ne, sitzt man die ganze Zeit Short drinne und irgendwann, dann hat man 800 Punkte Short ausgesessen, der Markt kommt runter, man schießt mit 50 Punkten und feiert sich dann, dass man recht gehabt hat. Das ist doch einfach schade. Das sind entgangene Potenziale. Das muss es, denke ich, nicht sein. Dann macht es lieber andersrum, grenzt euch irgendwo mit 50 Punkten euer Risiko ab, holt euch die 800 Punkte dann in die Bewegung rein. Das macht doch viel mehr Spaß wie andersrum halt. Ne? Gut. Ich hoffe, es wird ein bisschen besser angenommen. Am Freitag war ich zutiefst schockiert, was da manche Leute trotzdem noch fabriziert haben. Teilweise sogar, obwohl man sie persönlich drauf angesprochen hat und gesagt hat, was machst denn du, Junge, halt? Was machst denn du da? Das ist doch Käse. Das ist doch verschenktes Geld. Und nein, puff, nochmal Short rein und puff, wieder raus. Aber gut, muss jeder, ist euer Geld, kann jeder machen, was er möchte. Wie gesagt, habt es bloß im Kopf. Ne? Der Markt muss sich das machen, was ihr glaubt, was er auf Nachrichten reagieren muss. Das muss man einmal verstehen und dann geht es alles viel, viel, viel leichter. Gut, das ist klar. Was wäre so unten ein bisschen Abbruchbedingungen? Da können wir vielleicht auch drunter sprechen. Also ich würde schon so sagen, unter 14.300 glaube ich dann, dass erstmal kein Rücklauf mehr reinkommt. Unter 14.300 hätte der Markt dann wieder Platz 270, 100. Vielleicht ein bisschen tiefer in die 14,50 rein und unter 14,50 kann auch nochmal auf die 13,800 gehen. Dann haben wir bei 13.600 was. Das heißt, wenn der Markt wirklich eindreht, die Wochenkerze fortführt, hier eben jetzt noch weiterarbeitet, die Ziele, die sind durchaus realistisch. Das muss nicht heute, das muss nicht morgen passieren. Aber wir haben mit dem Wochenband schon rausgeschlossen. Das heißt, sehen wir wirklich Schwäche und er bleibt da unten, dann gehe auch ich short. Auch wenn ich jetzt erzählt habe, mit hoch und sowas, das ist mir dann auch egal. Ich richte mich einfach nach dem Markt. Da geht es weder darum, meine Meinung festzustellen, da geht es weder darum, dass die Analyse recht haben muss oder was. Es geht einfach darum, neutral zu gucken, wie bewegt sich der Markt und dem dann zu folgen. Und wenn er unter 300 fällt, dann ist das so, ist für mich dann ein deutliches Schwächezeichen, würde ich dann versuchen, auf Ebene der Woche hier eben dann weitere Potenziale unten rauszuheben. Na, weil dann ginge das nochmal Richtung 13.800 hier und dann so Stück für Stück einfach eine Station weiter, umso mehr sich runterdrehen. Aber so wie die Leute drauf sind momentan, so viele wie da mit dem Kopf noch gegenstehen, erwarte ich eigentlich eher, dass da vielleicht noch ein Tacken nach oben kommen kann. Ne? Trotz vielleicht sogar abwärts gibt. Ne? Gut, Freunde. Ich würde hier jetzt ausmachen. Ich hoffe, euch hilft das. Wie gesagt, es ist kein persönlicher Angriff gegen irgendjemanden von euch. Na, viele sehen das immer. Die sagen immer, okay, das ist genau meine Meinung, die er da anspricht. Und er hat eine andere. Das geht gegen niemanden in Person. Ich sehe es halt einfach bloß immer, wie sich Leute einfach wirklich sinnlos
Gewinne verballern. Und das muss nicht sein. Man muss bloß die Augen aufmachen und gucken, sind da fette grüne Kerzen oder sind da fette rote Kerzen. Wenn da fette rote Kerzen sind, dann gehe ich short. Wenn da fette grüne Kerzen sind, so einfach ist es. So einfach kann das sein. Ne? Ein bisschen Setup, Risikomanagement noch dahinter und schon wird ein Schuh draus. Aber wenn ich nur gucke Nachrichten und dann sage, jetzt muss alles nach unten, dann kommen lange Grüne und dann mache ich Short, dann kommt noch eine Grüne, mache ich wieder Short, dann kommt noch eine Grüne, mache ich wieder Short, dann habe ich echt nichts gekonnt, das tut mir leid. Na, und das müsst ihr einfach verstehen. Gut, ich mache hier aus, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.